Hey ho! Leute, ein paar Worte zu GMF. Was ist los mit euch? Warum haben wir noch zu wenig Anmeldungen? GMF 1.5 ist in Kürze. Ich schau mal schnell nach. In Köln vom 16. bis 17.11., also in 2 Wochen. 2 Wochen, Leute, findet GMF 1.5 statt. Und ich sag's euch, wir haben so viele Leckereien. Das ist abartig. Und die lese ich euch jetzt kurz vor, was alles geplant ist. Also, ich lese euch das jetzt ganz einfach nochmal vor, was alles geplant ist. Ja, Bacon, Eggs, Reibekuchen, Flöns, Buns and Slides. Oder Sides, ja. Dann Dry-Aged Schweinelende gefüllt, 2 Arten. Nächster Gang, Dry-Aged Almighties und Belgian Pommes. Da legt sich der Professor wieder ins Zeug. Dann, nichts für mich, aber vielleicht für andere, Forelle und Risotto. Und Start vom Beer Can Chicken Contest. Dann gibt es Gemüse von der Platte, Food, Crumbles, Waffeln und Eis. Oh, da bin ich auch schon gespannt. Was hat er denn noch alles geplant, der Professor? Unglaublich. Ja, dann der Beer Can Chicken Contest eben. Dann Korean Bulgogi Pork, Cheesesteak Sliders, Dry-Aged Nierenzapfen, Wildgulasch mit selbstgemachten Spätzlen, dann Dry-Aged Brisket Sandwich, New York Style, dann Dry-Aged Usbekistan Mangal, das sind meine Schaschlik, wo ich machen darf. Ja, und am nächsten Tag Bratwurst und alles, was weg muss. Und das Ganze für nur unglaubliche 99 Euro. Also, ihr habt den ganzen Samstag zum Futtern. Am Sonntag können wir noch die kompletten Reste aufessen. Es ist unglaublich, dass so wenig Anmeldungen bis dato da sind. Da sollte eigentlich noch ein bisschen was kommen. Besonders, weil ja noch so viele Anfragen waren. Und Leute, ich blende jetzt schnell ein Video ein, was ich vom Prof gekriegt habe. Der ist nämlich schon mal über den ganzen Platz gegangen. Also da, wo GMF 1.5 stattfindet. Und Filmchen ab. Liebe Natural Born Gorillas, hier ist schon mal der große Parkplatz. So. Das heißt, hier könnt ihr wirklich so ziemlich alle parken. Davor sind auch noch Parkmöglichkeiten. Und jetzt geht's zum Areal. So, und hier gehen wir jetzt rein. Das ist der Eingang. Und hier kommen wir auf die Anlage drauf. So, und dann haben wir hier eine riesengroße Terrasse mit Außentheke. So, und dazu kriegen wir hier noch Zelte hin, dass wir auch draußen schön grillen können. Mir gefällt die Anlage sehr, sehr gut. Hier haben wir eine richtig vernünftige Küche und auch einen tollen Kühlschrank. So, hier vorne haben wir einen richtig schönen Thekenbereich. Hier ist ein schöner Sitzbereich. So, hier haben wir den zweiten Raum, wo wir sitzen können. Das wird natürlich für uns alles noch aufgeräumt. So, kein Film. So, hier haben wir diesen Raum mit Theke. So, prima, perfekt, perfekt, wunderbar. So, und hier haben wir noch eine große Terrasse. Guckt euch mal an, wie groß unsere Terrasse ist. Wir kriegen sogar noch Zelte geliefert, dass man auch draußen sein kann. So, hier ist unsere Damentoilette, hier ist die Herrentoilette. So, und was haben wir hier? Räucherkammer. Nein, das ist ein Kühlschrank. Ein Kühlhaus, ja. Boah.
Und hier haben wir sogar unser eigenes Kühlhaus. Sensationell. Perfekt, ich bin begeistert. Also, wer dabei sein will, ich verlinke unsere GMF-Seite mit den Daten, wo man sich noch anmelden kann, unten drunter. Und ja, ihr habt noch die Woche jetzt Zeit. Bis zum 6. wäre es am besten. Moment. Ja, bis 6. bis Mittwoch. Ja gut, wenn es ein paar Nachzügler gibt, die werden dann natürlich nicht abgewiesen. Aber für die bessere Planung wäre es halt der 6. optimal. Wir müssen ja wissen, wie viele Leute wirklich kommen. Und ja, ran an die Tasten, meldet euch an. Es sind noch genügend Plätze frei. Grillen mit Freunden. Wir sehen uns. Ach so, ja, bevor ich es vergesse, es werden auch wieder einige Blogger mit dabei sein. Wer alles? Lasst euch überraschen. Es wird auf alle Fälle genial werden. Wie GMF 1.0.